Liebe Freunde, habt ihr gesehen, ich bin schon in Jerusalem. Es ist 25 Grad und ein schönes Wetter. Nein, ich bin leider immer noch in Deutschland. Aber ich wollte euch diese Bekanntschaft oder diese Bekanntmachung geben. Marie Prian wird vom 13. bis 23. Februar in Israel sein. Ich werde dabei sein und Daniel Exlach wird dabei sein. Wir werden euch dienen. Ich habe so auf dem Herzen Maria auch, die hat mich spontan gefragt, ob ich das organisieren will für sie, dass Gott etwas vorhat für die Menschen, die mitkommen werden. Und ich habe so, wie ich gebetet habe, und sie hat es total bestätigt, Gott will ausgießen, ganz neu Glauben, Heilung und ein Gebetsgeist. Ich weiß aber, wisst, Israel ist mehr als ein Touristenland, sondern es ist ein Land für Leute, die Jesus liebhaben, die ein bisschen etwas wissen wollen von seinem Land, sein Land kennenlernen, aber ganz besonders für dieses Land zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Israel ist so in den Augen Gottes wie das Zentrum. Und viele der Pläne Gottes werden offenbart in Israel, aber auch die Pläne des Feindes werden probieren zu kommen in dieses Land. Israel hat so viele Feinde und hat einen wunderbaren Gott. Und das ist unser Gott. Die Bibel sagt, der wie Israel segnet, der wie Jerusalem segnet, soll gesegnet werden. Und ich glaube, es ist eine, wir werden Zeit haben, wo wir ganz intensiv für dieses Land beten, wo wir auch die Pläne für dieses Land stückweise und Offenbarung bekommen. Aber es wird auch ein Segen sein für unser Leben. Und ich glaube, du wirst da sein und du wirst paar Tagen richtig eine Erfrischung sehen. Wir werden auch einige Ausflüge machen und was mir so ganz wichtig ist, ich liebe es in die Wüste gehen, an Orte, wo es kein Touristen gibt, wo wir Zeit haben, wo wir anbeten, wo die Gegenwart Gottes so stark wird sein. Ich weiß, einige wollen sich taufen lassen und es ist auch die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Wir werden in Jordan gehen und wo Leute sagen, ja, ich möchte so ganz bewusst mein altes Leben weggeben, ich möchte ein neues Leben. Es ist der Moment mitzukommen. Wenn du mit willst kommen, melde dich relativ schnell an, weil leider werden die Preise der Flüge Aufschlag bekommen und wir leben in dieser Zeit drin, wo die Inflation unseres Geld auffrisst. Aber am besten, die sicherste Art, dass dein Geld nicht aufgefressen wird, gib es aus. Das, was du ja anbezahlt hast, das, was du bestellt hast, wird die Inflation nicht mehr auffressen. Für jede Information kannst du gucken, bei der Taube oder bei Taubereise kannst du auf Internet reingehen, auf unsere Homepage und du wirst alle Informationen bekommen. Du kannst ja anrufen, es werden einfach immer Leute da sein, die werden dich ganz nett empfangen und dir, wenn du Fragen hast, alles geben. Anmelden, Anzahlung geben und dann bist du auf der sicheren Seite. Marie Prian, die wird sich freuen drüber und Daniel auch. Gott segne dich.